So, wir machen weiter bei Isaac. Das letzte Mal haben wir viele Tode erlebt. Also gestern am Samstag, dem 19. Was? Wir hatten gestern wir haben Samstag, theoretisch den 18. gestern aufgenommen. Du Schlaumann. Ja. Wir haben jetzt den 19. Ich habe das letzte Mal vor allem Sonntag. Meinen schönen Laser. Ich habe schon wieder vertan. Ich meinte den 18. verstärkt haben. War es ja sogar Freitag der 17. Mit dem Messer überschrieben und ich habe jetzt den Laser nicht mehr. Man sieht ihn zwar noch, aber er wird nicht mehr aktiv. Was ziemlich scheiße ist. Jetzt haben wir einen Pieper dabei, das ist ja ganz schön. Jetzt hast du schon drei Haustiere. Oh, und wir haben hier Dunkelheit. Drei Haustiere. Und was bringt die Fliege, die da hinter dir rumschwirrt? Stinkt Eve so sehr, dass sie schon Fliegen anschreckt? Die kann Schaden abwehren von mir. Na gut, das mit dem Stinken wird wahrscheinlich, oder da wird auch irgendwas dran sein, würde ich jetzt mal sagen. Also hast du theoretisch sogar schon vier Haustiere, weil der Vogel ja auch noch da ist. Das stimmt, ja. Richtig. Ist natürlich die Frage, ob das eigene Auge, was durch den Raum fliegt, ein Haustier ist, aber... Das, ja. ist das ist auch interpretierbar, das ist Ansichtssache. Das ist als Haustiere habe ich die auch noch nie angesehen, die Viecher, die man da mitnimmt. Was heißt doch sogar, heißt das Buch da nicht sogar irgendwie, warte mal, Book so und so Pets. Petbook oder so? Oh, ich finde das Ganze hier schon wieder nicht, das ist echt grauenvoll. Warum nimmst du dir diese Truhen nie mit? Die kann ich, wenn ich die Truhe nehme, muss ich gegen ganz viele Gegner kämpfen. Das ist sozusagen so eine Entscheide dich Raum. Nein, das soll ich sagen, ein Challenge Raum. Wie sehen die Viecher aus wie Ärsche? Ja, es sind halt Augen. Was, die Viecher sehen aus wie Ärsche? Das sind das nicht eigentlich Vaginas? Jetzt mal ja, das so. Das könnte auch sein. Das ist doch. Ich habe jetzt das immer als offizielle Intention angenommen dahinter. Brimstone-Viecher. Brimstone-Viecher. Viecher. So heißen die offiziell. Habe ich im Bio-Unterricht auch so genannt. Das Shit mit diesem Mist. Ich ärgere mich echt, dass ich den Laser geschrieben habe. Das wäre so einfach geworden jetzt der Rest. Und jetzt habe ich so eine Scheiße hier. Ach, hier ist es ja. Das heißt Monster Manual. Na gut, das hat nicht so ganz viel mit Haustieren zu tun. Wieso funktioniert deine Minimap oben nicht mehr? Die funktioniert nicht, weil wir in diesem Abschnitt haben wir Dark Curse. Wir sehen sozusagen nichts mehr. Deswegen ist da auch so ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Ja. Fragezeichen? Das ist sozusagen so wie wenn bei Work Legacy, die einfach mal Dingens drin haben. Ja, ich verstehe. Alzheimer. Kannst du nicht lieber irgendwie SMW-Anspielungen machen? Ja, ehrlich. Das wäre schöner als Work Legacy. Ja, aber bei SMW gibt's halt sowas nicht. Wenn du den Darkness HDMA drin hast. Ja, oder wenn du... Du hättest zum Beispiel eine Anspielung an, wie habe ich das Level genannt, an Caspers Bar irgendwie machen können oder so. Oh ja. Oh, jetzt haben wir schon zwei von diesen Orangen, dann setze ich halt mal eine ein. And aid them, ja, geil. Ja, das bringt's total. Und dann kommt immer noch so ein Brrr. Richtig. Hey, du hast ein blaues Herz wieder mehr bekommen, oder? Ja. Das ist wegen des Buches, aber. Genau. Alter, was ist das denn jetzt? Kann ich die mit dem... Das... Hä, du hast das doch gerade, du bist doch voll durch eben von hinten sogar, oder? Das trifft nicht. Jetzt funktioniert das Messer auch nicht. Ach, du hast ihm eben sogar nur Schaden gemacht wegen der Fliege wahrscheinlich, ja, oder? Ja, der Pieper und die Fliege macht gerade Schaden. Das Messer funktioniert. Was ist denn jetzt los? Au. Ich google mal nach einem. Du hast jetzt beides kaputt gemacht. Nee, es scheint bei den Viechern auf jeden Fall beides nicht zu funktionieren, jedenfalls. Technology. Wie heißt das Messer? Mom's Knife. Nee, das Messer funktioniert schon noch. Ja, ja. Alter. Oh, ein Boss. Oh, wow. Der Krieg. Echt? Der sieht aber lustig aus. Immerhin machen wir mit dem Messer noch ziemlich viel Schaden. Aber, wow. Oh Gottes Willen. Wenn jetzt noch der Laser dabei wäre? Ja, wenn überhaupt der Laser da wäre, aber... Ach, Mann! Ja, das mit dem Laser scheint aber ein bekannter Bug zu sein. Da steht ja auch... Wenn das sogar im Isaac-Wiki auf... Im deutschen Isaac-Wiki steht, wie gesagt, dann... steht da dort. Es wird überschrieben. Das ist echt scheiße. Da steht Brimstone. Ja, aber das ist ja das... Das ist kein Brimstone. Alter, wie viel blaue Herz ich bei dem Viech verloren habe, ne? Oh, fuck. Engelraum. Und jetzt...
Oh, was ist das denn? Das hab ich Gott, nie ey. Gehabt. Du bist so ein Arschgesicht. Das Ding hatte ich in 3 Milliarden Runs vielleicht einmal. Das ist das beste Item im Spiel. Das ist dir bewusst jetzt. Tears, ne? Up. Conan, das ist. Das. Wow. Wie kannst du das denn bekommen? Das gibt's doch gar nicht. Stand Tears Up. Was macht das denn noch? Soll ich es dir vorlesen? Moment. Ich hab's gleich auf. Das ist unfassbar. Nee, ich möchte es dir gerne vorlesen, damit du noch überraschter bist. Na gut. Die Tränen sind jetzt weiß. Machen einen Großteil mehr Schaden, sind aber langsamer, bla bla bla. Ich hab auch noch so viel Damage Tränen. Up. Der Schaden ist gleich Schaden mal 2,3 plus 1. Okay. Ob das aufs Messer zählt? Keine Ahnung. Das muss aufs Messer zählen, wenn das nicht zählt, Alter. Sacred Heart kriegst du mal eben so und weißt nicht, was es ist. Oh. Ich hatte das noch nie. Ja, eben, weißt du, wie selten das ist? Glaube ich zumindest. Ich glaube, das ist jetzt neu in meinem Item-Pool. Man muss ja auch das hatte Mirko doch gefunden. Jetzt auch in seinem komischen Run da. Das kann sein, keine Ahnung. Kann man denn... Hm? Ja, wow. Was bringt der goldene Schlüssel? Hi, Super Greed. Oh, Alter, ist der schnell kaputt. Du, alleine, warte mal, wie ist denn das? Das Messer alleine macht hier laut der Seite einen Schaden von 15,75. Mit dem Sacred Heart steigt es auf leichte 42,22. Ja, also der Super Creed war gerade ziemlich schnell platt, muss ich dazu sagen. Ja. 42,22 Schaden. Ich muss jetzt definitiv noch den Itemraum finden. Ach, und du hast ja auch noch Polyphemus, dann hast du jetzt 161 Schaden. Entscheidend, ja. Keine Ahnung. Aber halt nur das Messer, ich kann das so schlecht steuern, das ist ein bisschen... Ach, du bist ja so ein Optimist, Gott. Oh, ich hatte den Itemraum schon. Ups, okay, na dann, Abflug. Ei, meine Fresse. Ist der goldene Schlüssel so ein bisschen wie der Master Key aus Zelda? Dass der eine Bosstür öffnet oder sowas? Nein, da kannst du in der Ebene dann jeden Raum betreten, ohne dass du einen Schlüssel dafür opfern müsstest, falls man Schlüssel okay. bräuchte. Und wieso nimmst du die Pille jetzt nicht mit? Du musst jetzt wenigstens so tun, als würdest du dich freuen. Brauche ich nicht, die macht nichts, die hat keinen Effekt. Die ist quasi. Du musst jetzt wenigstens so tun, als ob du dich freust. Die ist quasi komplett neutral. Richtig. Yeah, ich freue mich mega. Yeah, Sacred Heart, Sacred Heart. Jetzt hängt das Spiel wieder. Nein, doch nicht. So, jetzt sind wir in der Marm-Ebene. Na, immerhin sind die alle Gegner jetzt weg. Gleich, relativ schnell. Du kannst quasi eigentlich durch die durchfliegen, wahrscheinlich sogar. Ja, das traue ich mich nicht. Versuch's wenigstens einmal. Wobei, bei denen würde ich es nicht. Nee, Alter! Und ich glaube, dass du auch noch, Moment. Das hat halt auch so eine scheiß Reichweite, dieses Ding, ne? Ach stimmt, du kannst ja jetzt auch noch ganz gut mit dem Laser anvisieren, wo du hintreffst. Ich meine, dass das Sacred Heart dich sogar auch noch segnet, Moment. Was heißt das schon wieder? Was heißt das denn jetzt? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Wenn du ganz häufig gesegnet wurdest, dann flimmerst du länger, wenn du getroffen wirst, meine ich auch. Ach so, wenn ich ganz häufig gesegnet werde, ja. Oder irgendwie wird sich das auch nach einem Mal segnen schon. Das steht hier, glaube ich, gar nicht. Aber eigentlich dürfte jedes Item aus dem Engelsraum dich segnen. Wobei ich nicht so viel Aua! Ja. Oh, steht hier gar nicht, aber na gut. Eigentlich dürfte es trotzdem so sein. Ja, Alter. Die Kiste lassen wir erstmal in Ruhe. Obwohl, ich habe 3 Schlüssel. Ach, komm. Oh ja, das war doch in Ordnung. Schon wäre jetzt ganz cool, so grundsätzlich mal. Oh ja, benutze den Schlüssel. Nee. Das ist voll gemein, wenn man da jetzt zu nah rankommt, dann wird der Schlüssel schon aktiviert manchmal. Das ist auch so ein bisschen verbuggt, dieses ganze Zeug. Der Run ist allgemein so gemein zu dir. Wie kann man nur so schlechte Items bekommen? Das mit dem Messer, wenn ich das gewusst hätte, meine Fresse. Es ist unfassbar, Gott. Alter! Danke, Pieper, echt. Mit dem zweiten sieht man halt besser, ne? Scheiß Vieh. Jetzt kommt er nochmal. Du legst die aber auch immer genauso, dass der wieder droht, da ranzukommen. Ja, ich muss die an die Mitte legen, wenn ich die Mitte öffnen will, falls da was ist. Ja, du könntest mal irgendwie gerade da vorbeigelaufen ist oder so. Ja, gut. Nein, an sowas denkt der Conan nicht. Aber du bist ja auch jemand, der sich über ein Sacred Heart nicht freut und sich lieber über das Messer ärgert. Weil ich nicht wusste, was es ist. Ja, aber du hast ein unendlich geiles Item bekommen. Du hast 3 unendlich geile Items schon und ärgerst dich darüber, dass das Messer scheiße ist. Ja, weil ich genau weiß, dass ich deswegen den Run verkacken werde. Dass ich
Ach, du wirst den nicht mehr verkacken. Du machst Isaac mit 2 Stichen, machst du den fertig. Ja, dafür muss ich erstmal hinkommen. Das stimmt allerdings, ja. Du siehst ja, wie wenig Herzen ich nur noch habe. Das ist echt. Die Batterie oder so wäre noch ganz gut. Batterie und dann noch die, diese Haube da. Batterie und Haube, dann hast du es. Ich soll jetzt erstmal die Münzen sparen, glaube ich, bevor ich die hier ausgebe. Joa. Na 15, dann solltest du jetzt vielleicht doch immer in den Shop gehen, wenn es. Gibt es jetzt noch Shops? Wenn ich einen finde, dann gehe ich hin. Ich warte ja auf einen gerade. Ja, okay. Irgendwann gibt es ja keine Shops mehr. Ich weiß nicht, ab wann. Ja, das ist jetzt letzte Ebene mit Shops. Ist noch die letzte, ja, okay. Gibt es keine Shops mehr. Richtig, stimmt. Die blaue Pille, ich weiß nicht. Blau. Die ist weiß. Ja, ja. Verwechselst du jetzt nicht nur noch links und rechts, sondern auch blau und weiß? Riskieren, Dani? Ja, mach ruhig, mach. Das HP down. Ja, dann ist das halt so. Du verkackst sowieso Tears nicht mehr. Down, damit kann ich leben. Ja, Tearstone ist scheißegal. Yes! Und noch einen blauen Stein, nicht schlecht. Stimmt, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, da ist es doch ganz gut, dass hier ein paar Leute mehr drauf gucken. Kann man ja Jan auch direkt noch einweihen hier. Ja, was bringt der blaue Stein? Das wissen wir gleich, wenn wir ihn öffnen. Und wo ist der blaue Stein überhaupt? Da. Aha. Ja, das ist. Ah, nein, scheiße. Das kann ich jetzt nicht machen. Oh ja, unbedingt. Was bringt das Brett? Das Brett. Das ist doch ein Brett, oder nicht? Nein, das sind Dynamitstangen. Ach so, ah, sah aus wie ein Brett. Damit kannst du dich selbst in die Luft sprengen. Oh, geil. Ja. Wo ist der verdammte Shop? Gibt keinen mehr. Ist Dani noch da? Der ist so still. Da links neben dem Fragezeichenraum ist noch. Ja, da muss ich auch noch weiter. Wenn ich jetzt zu Mom gehe, komme ich nicht mehr zurück. Das ist der letzte Boss sozusagen. Also der letzte reguläre. Naja, kann man auch nicht sagen. Warum öffnest du die Truhe nicht? Weil ich erstmal bis zum Shop will und da den Schlüssel hergebe. Du hast aber noch einen anderen Schlüssel. Ja. Voll in den blauen Strahl, in den roten Strahl reingelaufen. Sehr gut, Conan. Sehr, sehr gut. Die Empress. Jetzt müsste man noch wissen, was die macht. Ja, wenn Dani noch da war, könnte das dir sagen. Ja, ich müsste es ja selber wissen, weil die Karte hatte ich definitiv schon öfter. Ist es der Marmfuß? Oder. Was macht was? Was macht die Empress? Weiß ich nicht, aber der Fuß ist High Priestess. Stimmt, du hast recht, dann ist es das schon mal nicht. Also schon mal ausgeschlossen. Oh, noch eine Pille. Riskieren wir es. Go. Tears up, ja, das bringt ja voll viel. Hattest du nicht gerade Tears down? Ja, aber es bringt beim Messer halt nichts. So, ja, jetzt klar, aber die Karte kaufen, das ist schon mal in Ordnung. Schlüssel. Die eine Bombe da, die spare ich mir mal, aber das blaue Herz nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Was haben wir hier noch? Ja, gut. In den Raum können wir vielleicht noch reingucken, aber viel machen wir da nicht mehr jetzt. Verletzen die Blutspuren dich? Nicht, wenn ich fliege. Also, aber normalerweise schon. Ja. Okay. Da ich fliege, kann mir alles gar nichts mehr. Kann dich alles mal am Arsch. So ungefähr. So, dann spielen wir jetzt noch eine Runde bei der Slot Machine. Vielleicht kommen noch ein paar blaue Herzen raus. Warum gehst du nicht in den Stachelraum da oben? Wie? Hm? Da oben war noch ein Raum, wo man durch eine Stacheltür gehen musste. Weil ich mein blaues Herz nicht verlieren will. Das habe ich vorhin gemacht, weil ich da ein rotes Herz übrig hatte und das dann sowieso gleich aufladen konnte. Da ist er wieder. Muss ich dir jetzt wieder eine neue Bildschirmübertragung schicken oder hast du jetzt... Nee, ich sehe alles wunderbar. Ich war nur so kurz weg. Ich war jetzt nicht offline oder so. Ach so. Ja, ja. Ich war auch nur gemutet. Ach so. Ich muss mich jetzt mal kurz auf den aktuellsten Strand bringen, ja. Der aktuellste Strand. Ja, auf Malle.
Du hast da oben noch so einen Opferraum. Hast du irgendwie eine. Ist das andere, die andere Maschine da auf der Karte, ist das eine Bloodbank? Das sind alles Bloodbanks, ja. Dann kannst du ja. Ach, das sind zwei sogar, okay. Kannst du ja die. Opferraum möchte ich eigentlich jetzt nicht machen, weil dann ist das blaue halt. Nee, du nicht in den Opferraum, den oben links in der Ecke da. Da kommst du nur rein, wenn du. Da kommst du nur rein, wenn du ein Herz hast noch. Richtig. Deswegen kannst du dir auch einfach jetzt mal an der Bloodbank. Was bringt das, noch? Wenn. Was ist da denn, sind wenn du. Ziemlich, da sind ziemlich gute Items drin. Ach. Häufig mal in den Räumen. Vielleicht ist doch ja noch du, hast doch hier überall, du hast doch hier überall Herzen rumzuliegen. Du kannst doch geht sowieso an der Bloodbank. Ach nee, da gehen direkt die Roten weg, ja? Ich meine direkt die Roten, ja. Na dann kann man das ja machen. Tatsache. Kannst du allgemein noch ziemlich häufig hier machen. Tatsache. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Dann könnte ich mir ja da ein AP abholen. Ja, es ist so die typische Strategie, die ganz viele immer machen. So, das Ganze bitte, danke. Ach. Ja, jetzt hast du es verkackt, Connor. Falsche Reihenfolge. Ja, es macht ja an sich nichts. Das kannst du allgemein sowieso, müssen hier ein bisschen rumlaufen, aber das ist auch schön. Hab ich die schöne Umgebung hier. Dass und ich meine, ich weiß gar nicht, ob das gefixt wurde irgendwann mal, aber ich meine, man konnte jedenfalls früher da gegen diese Maschine häufiger als einmal ranlaufen. Kann man über die Bloodbank sterben? Also das häufiger als einmal ranlaufen, das kenne ich nicht. Ich kenne nur, dass man diesen... Ja, man kann sterben. Diesen Beutel, den du bekommen kannst, den kannst du öfters aktivieren. Oh, HP ab. Das ist ein HP ab, naja. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. War das bei der Bloodbank nicht auch mal so? Also spätestens, wenn Dani, du irgendwie was macht die Empress? Ich glaube, das macht sogar genau das, was Eves zweites Item da auch hat. Diese Hure von Babylon. Die Hure von Babylon, ja, du hast recht. War das richtig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ja doch, ich meine ja. So, kleiner Boss. Das ist hier ein verdammt einfacher Raum. Da dürfte noch Monster gleich kommen. Oh, einmal das Messer durchgefetzt. Ich sag dir, das wird bei dem Blue Baby dann auch so sein. Ach nee, der ist natürlich scheiße. Wie heißt der? Bloke oder so? Blob? Ja, ein bisschen was hat er gezogen. Ja, der ist nervig. Jetzt müsstest du einmal durchgehen und gucken, wie viele Herzen du noch einsammeln kannst, weil dann kannst du ja noch alles bei der Bloodbank rausholen. Ja, das stimmt schon. Da liegen noch überall Herzen rum. Schaut mal auf die Map. Vor allem du als Wirtschaftslehrer als irgendwann mal. Ja, ja, aber du weißt ja nicht, was für Herzen das sind. Ob das ganze oder halbe sind. Ja, klar. Auf jeden Fall erstmal ordentlich draufhauen. Versuch das mal da zweimal in deinem getroffenen Status gegenzulaufen. Ich weiß nicht mehr, ob das geht. Jetzt gerade nicht. Jetzt wär's zu riskant. Du kannst aber nochmal gegenlaufen. Jetzt ja. Sogar noch zweimal. Dann musst du einmal weniger rumlaufen. Vielleicht. Wow! Ah, da sieht man die Hure von Babylon. Ja. Yeah. Was ist da passiert? Das ist sogar eigentlich echt geil, wenn du jetzt ganz viele blaue Herzen hättest. Das ist die zweite Fähigkeit von Eve, die jetzt gerade aktiviert wurde. Deswegen ist sie jetzt so ein Teufel. Irgendwie. Was heißt das? Was bringt das? Unendlich viel mehr Schaden. Ich weiß nicht, wie viel mehr Schaden, aber ich gucke kurz nach. Was ist denn die Hure von Babylon für ein Item? Wie sieht denn das aus? Hier ist noch ein halbes und hier keine oben. Ahnung. Ja, ich meinte auch eher Konn. Eineinhalb liegen hier noch rum. Okay. Ist wohl nichts. Wo ist denn die Hure von gehen wir jetzt nochmal zu der gleichen Bloodbank, weil die jetzt ja schon eher kaputt gehen könnte. Falsche Richtung. Ah ne, gar nicht wahr, stimmt. Oben links. Ja, ja, hast recht. Entschuldigung. Wann aktiviert sich diese Fähigkeit? Ein halbes Herz, wenn du noch ein halbes Herz hast. Ein halbes rotes Herz. Richtig. Und was bringt das dann? Also macht die einen, also wie lange hält das? Bist du wieder für einen Raum, glaube ich, oder? Achso, nee, Quatsch, bis du wieder ein Herz mehr hast, ja, genau. Und dann halt okay. Den Raum verlässt, ja gut, das ist richtig. Okay. So. Das war jetzt genug der Bloodbanks. Aber man kann nicht sterben, wenn man noch ein halbes rotes Herz hat, aber noch sechs blaue Herzen oder sowas, aber man kann dann durch einen Bloodbank sterben, aber nichts, was einen normal trifft, also Gegner oder sowas. Du stirbst nicht, wenn deine roten Herzen weg sind, du stirbst nur, wenn alles weg ist. Du kannst auch nur mit blauen rumlaufen. Achso. Das Blue Baby zum Beispiel startet auch nur mit blauen Herzen. Das hat überhaupt kein rotes. Das heißt, das kann dann immer enden. Mal zwei dicke. Dann können wir da ja noch mehr anstellen. Da sind noch mehr Herzräume, ne? Das ist die Links. Freude aller Zuschauer, wenn man den Scheiß hier macht. Ich will aber auch nicht explodieren, ne? Du konntest ja einen Schank aus deinem Leben erzählen. Total. Die will aber auch nicht explodieren. Aha, interessant. Macht die einem Schaden, wenn die explodiert? Nee, aber die könnte dann ein schönes Item droppen. Ach so.
Harvey erstmal das Geld hergeben, was wir gerade bekommen. Nein, guck doch erstmal, was da noch, wie viele Herzen da noch rumliegen. Ich möchte jetzt sehen, wie die. Ist nur noch hier unten das eine, das könnte ein halbes. Und links, vor dem Bossraum, ist auch noch eins. Ja, hier ist ein halbes. Aber jetzt können wir auch mal die Kiste hier öffnen. Noch mehr Geld. Wuhu, vielleicht kriegst du ja noch mehr Herzen gedroppt. Von der Dingens. Und hier liegt eineinhalb, also zwei. Gut. What the fuck? Gut, gut. Dann gehen wir hier wieder her. Kann die auch explodieren? Ja. Alles kann explodieren. Alles kann explodieren, okay. Bringt die auch dann ein gutes Item, wenn die explodiert? Noch ein halbes jetzt rum. Kann sein, kann auch nicht sein. Okay, also hast du jetzt übrigens zweieinhalb Herzen, die du noch einsammeln kannst. Dann sehr spannend für potenzielle Zuschauer. Ja, das ist immer. Noch ein halbes. Also drei. Noch ein ganzes. Vier. Na gut, wir haben genug Herzen wieder rumliegen, gehen wir hoch. Langsam explodieren. Hey. Dann hast du noch eine zweite Bloodbank, die du schrotten kannst. Wurde hochbenannt. Es explodiert einfach nicht. Es ist unfassbar. Ich habe schon wieder mehr Geld, als ich gerade ausgegeben habe. Das heißt, wir können schon wieder die ganze Zeit da unten das Ding füllen dann gleich. Alter. Das ist. Ja, genau, natürlich. Ach, jawohl. Und sie hat eine Pille gedroppt. Ah, Pille. Riskieren, ja, komm. Rage up. Was das Messer wahrscheinlich nicht großartig beeinflussen dürfte. Nope. Na gut. Ah, die ist explodiert, die Geldmaschine. Jetzt ist das Ding hier unten kaputt. Das heißt, wir haben die anderen Herzen noch übrig. Wie viel waren das? Eineinhalb, zwei. Eineinhalb in dem Raum vom Boss und ein halbes in dem anderen Raum, meine ich. Ich verlasse mich auf dich. Ja. Es geht nicht kaputt. Aber jetzt haben wir nichts mehr. Na gut, wir können es noch. Na, das bringt ja nichts, das mit Bomben zu sprengen. Warum bringt das nichts? Dann droppt es nicht das Item, dann geht es einfach nur kaputt und kann halt Geld droppen oder sowas. Okay. Geld haben wir mehr als genug. Du könntest auch Herzen bekommen für andere Bloodbanks. Echt? Ich meine schon, ja. Ja gut, dann gehe ich nochmal gleich hoch. Ich hatte recht. Ja. Ja, Jan kennt das Spiel besser als Colin. Ja, genau. Nein, ich kann mir einfach Sachen merken. Er hatte recht damit, dass hier die Herzen rumliegen, hat er gemeint. Die Anzahl hat er jetzt gerade. Wir können eigentlich auch noch den Geheimraum suchen. Denn so viele Möglichkeiten haben wir hier tatsächlich gar nicht. Oh, ein blaues hat er gedroppt. Dann springe ich die andere auf jeden Fall auch noch. Jetzt erstmal hier die Wand sprengen. Weil weißt du, dass hier was ist? Der super Geheimraum, der ist immer nur da versteckt, wo kein anderer Raum daneben sein kann. Ah, okay. Aber der kann auch unten sein, zum Beispiel, ne? Ja, aber es darf immer nur ein Raum angrenzen, sozusagen. Okay. Während der normale Geheimraum immer meistens zwischen allen Räumen ist, so wie hier halt in dieser Lücke da. Dann kann oben, gibt es dann nur zwei Möglichkeiten, oder kann der auch nochmal nach oben raus? Welcher? Also in dem Raum rechts oben. Kann der da nur zu zwei sein oder kann der auch noch nach oben?
Da geht's nicht weiter hoch, okay. Kann's eigentlich nur noch nach hier gehen. Los, nutz den Schlüssel. Yes, so. Da ist er. Wow, wie ist denn das eigentlich? Ja. Jetzt ist es zu spät, ich hab sie alle gesprengt. Och, Conan. Sprengt ja scheiße, okay. Aber er wäre eben dazu, man müsste die ganze Zeit Bomben opfern. Das ja, mein Gott, du hast so viele. Naja, die Bomben. Das wäre gut, wenn du so einen Raum nochmal findest, dann in der nächsten Ebene irgendwie. Aber das mit den super Geheimräumen habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verinnerlicht, wie das funktioniert. Wieso? Einfach quasi, es darf halt kein anderer Raum angrenzen, außer der halt, aus dem du den dich raus. Ist das die einzige wirkliche Regel, die da ja anwendbar ist? Achso, okay. Und sie müssen nicht auftreten. Es ist nicht so, dass es in jeder Ebene einen geben muss. Ach so, ja, das ist nämlich genau das wusste ich auch nicht. Okay, na gut, das ist dann logisch. Also zumindest meine ich, dass das mal jemand gesagt hat. Woher weißt du, dass es einen super Geheimraum gibt? Das weiß man dann wahrscheinlich nicht. Das probiert man halt aus. Man probiert es halt dann aus, wenn man viele Münzen... Deine Mutter, Alter, jetzt geht's richtig los. Ey. Das ist so schön wie bei Emero oder sonstigen Leuten, Alter, die... Ah, oh, ja, das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Du wurdest aber noch getroffen wahrscheinlich, ja, das oder? Ist immer so. Kriegt man auch Schaden oder kriegt man keinen Schaden? Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Kriegt er Schaden, ja. Es ist ein blaues Herz ist, glaube ich, weggegangen. Oder so. Ja. Speed up, yay. Ist das echt immer so? Das ist mir noch nie aufgefallen. So, wir nehmen natürlich das Polaroid mit, müssen wir ja. Aha. Hey, nur noch zwei Welten. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder. Wenn es heißt, wir treffen das Herz. Bis dahin? Nein, das ist die Kay. Danke fürs Zugucken und tschüss. Das bin ich. So. Ey, irgendein Viech fehlt dir. Irgendeins fehlt. Welches fehlt? Da fehlt gar nichts. Nee? Ah, da ist was hin. Ah ja, ich sehe es. Hat sich versteckt. So, tschüss.